Trampolin regt mich echt mega auf. Aber ich habe es extra dahin gemacht, weil ich ganz genau weiß, es wird mich aufregen. Nein. Nein! Hey Leute, was geht? Keine Beispiele mehr zu geben, so Leute, willkommen zu einem neuen Roblox-Gameplay und willkommen zu einer neuen Obi. Ich werde mal wieder eine Obi bauen, diesmal für mich selber. Ja, und was ist der Trick dabei oder die Herausforderung? Ich werde keinen Checkpoint einbauen. Ich werde eine möglichst lange Obi machen und keinen Checkpoint einbauen und ich versuche sie auch möglichst schwer zu machen. Möglichst heißt jetzt nicht absolut schwer, aber ich versuche es zumindest. So, wir fangen klassisch an mit dem Lavaschachbrett. So, wie malen wir das denn heute mal ein? Ja, komm, heute bleiben wir mal bei Rot tatsächlich. Und Orange. Nee, komm, wir machen hier Gelb. Wir versuchen es natürlich möglichst schwierig zu machen. Das heißt, hier und hier, 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 hier. So, damit wir nicht so ganz klarkommen. Okay, dann machen wir weiter. Und zwar mit dem Ballspringen. Und ich versuche von mir selber heute zu entkommen. Dann geht's weiter. Wie gesagt, kein Kontrollpunkt. Treppen, Schild. Ach, das ist sowieso Deluxe, sehe ich gerade. Akku-Plattform. Ich glaube, das war ziemlich schwierig. Okay, dann machen wir mal weiter. Genügend Cash haben wir momentan ja auch. Das Spiel nennt sich Obstacle Paradise. Wir haben das ja letztens schon gezockt mit Nina. Da habe ich eine Obi für sie gemacht. Aber heute, da möchte ich das für mich machen. Und von Anfang an bis Ende einmal durchziehen. So, schwindende Plattform. Ja, funktioniert. Ich habe es jetzt nur gerade einmal probiert. Chillax. Okay, jetzt bin ich hier schon wieder verwirrt. Wie war das? Okay, hier, hier, hier. Okay, wir gehen auf den Ball. Wir können natürlich auch gleich Folgendes versuchen. Ja, ich weiß, was ich machen werde. Als nächstes kommt der Saturnring. Danach kommen die Gummienten. Die kann ich hier schön rauszoomen. Nee. Das wird so gut werden. So. Was bauen wir denn als nächstes? Trampoline, ja, die sind schwer. Die sind wirklich schwer. Nein, sollte das eigentlich bleiben. So. Kein Checkpoint, wie gesagt. Dann bauen wir das hier mal ein. Oder machen wir es extra schwierig, alles in Rot. Bleibt gerade extra so, weil gleich zoomen wir dann wieder rein. Okay, ich sehe dann als nächstes Noob Mania. Ja, das finde ich auch ganz gut. Okay, ich muss tatsächlich ein bisschen vorgehen. Gleich wieder reinzoomen kann.
Nein, es war klar. Es war doch sowas von klar. Wie gesagt, ich muss die Obi gleich einmal schaffen, ohne zu sterben. Nur so kann ich aus meiner eigenen Obi entkommen. Ja, bei dem Trampolin wird das schon echt tricky. Hier ist es auch nicht viel einfacher mit Rot auf Rot. Was ist hier mit? Okay, gut. Dann bauen wir mal weiter. Ich würde ganz gerne das Wasserfallabenteuer hier auch haben. Okay, das haben wir auch. Dann kommen wir zum nächsten. Ne, auf welche Tür habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust. Nee, das mache ich nicht. Das schaffe ich dann ja niemals. Machen wir das hier. Oder muss ich mir jetzt... Dann bin ich zu nah wieder an den anderen Dingern dran. Das war so schlecht. Nein! So, wir werden gleich auch eine andere Obi noch machen. Also die Obis hier von den anderen noch. Also bauen und überwinden ist schon echt schwierig, muss ich sagen. Aber ist ja egal. Wir wollen es probieren. Mania ist gar nicht so einfach. Sieht einfacher aus, als es eigentlich ist. Ja, ich habe vergessen zu sagen, dass ich das natürlich aus der Ego-Perspektive gleich machen werde, ne? Ist ja klar. Okay, das dazu. Dann bauen wir mal weiter. Hüpfbälle. Das ist auch ganz gut. Okay, das war's aber immer noch nicht. Dann machen wir mal hier die schönen Wandsprünge. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Ich glaube, zum Abschluss machen wir mal den Kegelparcours. Das wird sozusagen der Abschluss. Und dann kommt der Checkpoint. So, okay. So, bevor wir jetzt unsere eigene Obi direkt machen, machen wir mal die Obis von den anderen. Na, weil damit ich meine eigene ein bisschen vergesse. So, gehen wir mal hier in der Lobby ein paar Obis durch. Also das ist die Hard Obi, hieß es irgendwie. Ja, ich sehe schon, mit den Farben wurde hier ein bisschen gespielt. Also unsere machen wir gleich in der Ego-Perspektive, ne? Damit das klar ist, Leute. Okay, das ist echt ein bisschen tricky. Das sag ich bei mir ja auch. Jetzt kommt hier auch Noob Mania. Hier sind die Teufelsenden. So nenne ich sie jetzt mal. Oh ja, das ist auch tricky hier. Okay. Oh ja, hier hat er es natürlich richtig klug gemacht. Kann man kaum was erkennen. Also in der Farbe
Ja. Gar nicht so einfach. So, was ist jetzt richtig? Okay, das war richtig. Das auch. Nein, dein Ernst? Egal. Ich mache eine andere. Wir nehmen Do My Obi, You Will Get Free Money. Ja, da bin ich mal gespannt, ob ich wirklich was bekomme. Ich wette nicht. Leute, lasst euch nicht veräppeln von solchen Leuten. Das gibt es nicht. Die Wand habe ich noch gar nicht gesehen. Habe ich die auch? Also kann ich die auch bauen oder ist das Deluxe? Okay, der hat eine ziemlich lange Obi gemacht. Das ist gut, aber der hat, glaube ich, immer einen Kontrollpunkt dazwischen. Habt ihr euch ja letztes Mal beschwert? Völlig zu Recht. Aber ich habe das ja extra gemacht, damit Nina da halt Schwierigkeiten hat. Geht ja, glaube ich, immer ein Kontrollpunkt. Okay. Oh, schon wieder Noob Mania. Okay, das kenne ich auch. Habe ich ja auch bei mir. So Wasserfallabenteuer mit Lava. Ja, gefällt mir ganz gut. Jetzt geht's hier nach rechts. Oh, der hat ja schon eine ziemlich lange Obi gemacht. Nein! Warte. Ich war doch hier beim Checkpoint. Wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich dann wieder da? Yep, genau. Ich wollte schon sagen. Ich dachte aber, man kommt immer direkt zu dieser Frage mit dem Teleportieren. Nein! No! Das war zu schnell. So, ich mache noch die und danach mache ich meine eigene. Okay, das ist doch ziemlich schwierig, muss ich sagen. Und gleich in der EU-Perspektive wird es wahrscheinlich noch schwieriger. Okay, let's go. Ein Versuch noch, dann gehe ich zu meiner Obi. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit eine andere Obi zu machen. Aber ich schon... Ja, okay, das war mein Fehler. Nicht zu weiß. Okay, forget it. Ich versuche es mal bei mir jetzt. So, wir haben gesagt, in der Ego-Perspektive wollte ich das machen. So, und das mache ich jetzt auch. Okay, hier muss ich rüber. Ohne Checkpoint, ne? Das kann echt was werden, Leute. Vielleicht wird es doch ein längeres Video oder auch nicht. Ihr wisst es am besten jetzt, wenn ihr schon die Zeit sehen könnt. Ich muss sagen, ich schwitze schon etwas. Man kann halt nicht so toll da drunter gucken, ne? Also nach unten gucken. Versuch mal über den Saturn. Okay, jetzt sind wir bei den Quietsche-Entchen. Okay, beim Trampolin wird es jetzt echt tricky. Oh. Puh. Ist ja gar nicht so einfach. Nein! Dein Ernst? Was habe ich denn da berührt? Ich habe gar nichts berührt. Eieiei. Könnt es sehen. Es ist ziemlich schwierig so. Eben, wo ich da kein Problem hatte, habe ich jetzt in der Ego-Perspektive ziemliche Schwierigkeiten. Ne? Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, sollen wir so die Ego-Perspektive mal öfters machen oder ist euch das ein bisschen zu blöd? Also hier nehme ich jetzt nur den Saturn-Ring. Oh Gott, das war knapp. Sah aus, als ob ich das nicht mehr schaffe. Okay, wir sind wieder bei meinem... Schlimmst. Oh. Warum habe ich das Trampolin nur mit eingebaut? Also, ihr könnt es sehen, von mir selber zu entkommen ist gar nicht so einfach. Also, hier kein Problem. Schwierigkeitsgrad würde ich sagen einfach bis mittel. Hier auch noch einfach. Hier wird es jetzt schon mittelschwer, würde ich sagen. Ey, ich habe doch gar nichts gemacht. Das war jetzt... Hashtag unfair. So,
Das war bei dem Trampolin, ich habe nichts, ich habe wirklich, das war ein Bug. Ich wollte nur ein bisschen an die Seite und der ist halt komplett runtergesprungen. So, versuchen wir es weiter. So, okay, kein Problem. So, wir gehen nochmal über den Saturn, Leute. Auch kein Problem. So, versuchen wir es mal diesmal hier über dieses Creature-Entchen. Vielleicht bringt uns das ja mehr Glück. Und wir gehen hier rüber. Okay, geschafft. Jetzt müssen wir hier rüber. Jetzt versuche ich mal den linken. Ich hab doch... Ich komme die ganze Zeit mit meinem Fuß da dran. Ich kann das ja nicht sehen. Frustlevel steigt auf jeden Fall bei dieser Obi, wenn man das in der EU-Perspektive macht. Komm schon. Über den Saturn, über das Quietschentchen. Ich dachte, das da hinten wäre eigentlich gar kein Problem. Nein. Mann, ich hasse es. Wirklich, ich hasse es. Trampolin, ne? Es regt mich sowas von auf. So, hier gar kein Problem. Hier auch. Gar kein Problem. Komm ich locker rüber. Das ist wirklich easy. So, und dann kommen wir... Wenn ich wenigstens da rüber kommen könnte, dann wäre ich erstmal wieder schön ruhig danach. Aber das Trampolin... Ey, dein Ernst? Ihr denkt jetzt, oh, das ist doch voll einfach. Nein, es ist nicht einfach, glaub es mir. Es ist nicht einfach an diesem Trampolin, das regt mich voll auf. Hier ist das kein Problem. Ich habe auch keine Höhenangst. Ich habe nichts, wo der hier Höhenangst, aber... Das Trampolin regt mich echt mega auf. Aber ich habe es extra dahin gemacht, weil ich ganz genau weiß, es wird mich aufregen. Jetzt muss ich hier früh genug abspringen. Nein. Nein! Das war zu spät. Also, was heißt zu spät? Ich bin zu weit gesprungen vorher und dann war ich schon mit meinem Fuß da dran. Das kann ich halt nicht sehen hier. Hier, zack. Ich krieg zu viel. Ich schaffe es noch nicht mal, meiner eigenen Obi zu entkommen. Meiner eigenen Obi. Das gibt's doch nicht. Ja, okay, ich weiß, Ego-Perspektive zählt jetzt aber immer nicht. Ich habe auch keine Lust zu wechseln, nur wegen diesem einen Ding. Ich möchte es so schaffen, habe ich gesagt. Ohne einen Checkpoint. Ihr habt mir die Herausforderung gestellt und ich möchte sie jetzt auch schaffen. Das ist immer so ein Risiko, hier abzuspringen. Okay. So. Ich versuch's jetzt nochmal hier lang. Da. Da. Hey, aber ich... Ich hab doch nicht mit meinem... Es ist noch so heiß und ich krieg zu viel, ey. Mann! Ich brauch hier eine Klimaanlage, echt. Sonst wären diese Obis ganz schlimm für mich. Wie kann ich meine eigene Obi nicht schaffen? Und ich schmier gerade die ganze Zeit am gleichen Punkt ab. Das war blöd. Das war einfach nur blöd. Ich kann jetzt leider nicht die Zeit sehen. Nein, 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 nein. Oh Gott.
war ja richtig knapp. Ah, nicht lang. Nein. Okay, gut. Ich bin bei Noob Mania jetzt das erste Mal angekommen. Mal gucken, wie das läuft. So. Okay. Okay, gut. Es könnte vielleicht... Ich sag nichts. Ich sag lieber nichts. Oh Gott. Nein! Sind das so Trampolin... Nein! Ich wusste nicht, dass das so Trampolinbälle sind. Oh Mann! Hätte ich das nur vorher gewusst. Ich hab schon wieder vergessen, was ich... Ich dachte, das wären so welche hier. So wären Standarddinger. Aber nein, ich springe ja auf den. Guck jetzt doch, andere hier in der Obi, die kriegen das natürlich ohne Probleme hin. Ja, aber ihr müsst es auch ohne Checkpoint hinbekommen, ne? Einfach durch, durch. Okay, gut. So erinnert mich das eher immer an Minecraft. Okay, jetzt wird's echt ein bisschen tricky. Okay, ich muss bei den anderen Dingern jetzt gleich ein bisschen vorsichtig sein. Okay, also das war... So. Puh, okay. Ey! Ey, dein Ernst, Mann! Oh, wie konnte ich nur dazwischen landen? Ja, ich glaube, in dieser Ego-Perspektive darf man nicht zu lange irgendwo bleiben, weil man merkt das da nicht, dass dann, ja, die Beine sind ja halt ganz... Oh, Mann. Ich krieg zu viel. Also Roblox aus der Ego-Perspektive ist nochmal gefühlt ein ganz anderes Spiel, habe ich das Gefühl. Gefühl. Ja, ihr wisst, was ich meine. Durchrushen. Besonders hier. Gar nicht lange warten. Okay. So, Noob Mania ist da. Springen wir hier drauf, da drauf. Also hier, das Wasserfallabenteuer gefällt mir bisher am besten. Das ist so schön hier mit den großen Platten. Habe ich gar kein Problem mit. Ich kann schon das Ende da hinten sehen. Okay, ich versuch's jetzt mal hier. So. Mein Gott, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein. Wie kann man denn so oft abschmieren? Letzter Versuch. Anscheinend kann ich nicht von mir selber entkommen. Ja, komm, nee, komm. Sinnlos, sinnlos, Leute. Ich kann hier anscheinend nicht entkommen. Geht anscheinend nicht. Warum auch immer. Naja, Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Also von mir selber zu entkommen, wird echt ein bisschen schwierig. Weil dieser Obi in der Ego-Perspektive hat es echt... Und nee, ich werde es jetzt nicht nochmal anders versuchen, sondern ich wollte es wirklich nur in der Ego-Perspektive schaffen. Anders mache ich das jetzt auch nicht. Weil wenn ich das dann da nicht schaffe, dann ist es doppelt peinlich. Deswegen, ja komm, okay, komm, ich bin jetzt beim letzten dabei. Es war ja richtig dumm, wie das gerade passiert ist. Aber sowas von. Okay. Es geht jetzt nochmal hier lang. Ja, komm, nee. Ist okay. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Ihr merkt, ich bin gar nicht genervt. Überhaupt nicht. Ich konnte von mir selber anscheinend nicht entkommen in meiner eigenen Obi. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Also gefällt Daumen nach unten, gar kein Problem. Ihr könnt gerne kommentieren, die Glocke aktivieren und auch weitere Videos abchecken. Oder auch...
Instagram abchecken. Kanu-XY. So, dir wünsche ich viel Glück. Bis zum nächsten Mal. Ciao.